Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich will ganz kurz noch mal in die Debatte eingreifen, weil ich glaube, gerade der letzte Redebeitrag hat noch mal gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir jetzt noch mal in die Woche des Wasserstoffs einsteigen mit einem Wasserstoffkongress, das ganze Thema noch mal von allen Seiten beleuchten. Denn ich glaube, es ist deutlich geworden, dass noch sehr viel Unkenntnis bezogen auf die Notwendigkeiten der Energiewende und der Transformation der Wirtschaft in diesem Saarland bestehen. Ich will vielleicht mal auf zwei, drei Aspekte hinweisen, denn weil eben gesagt worden ist, der Wasserstoff rettet nicht die Stahlindustrie, so habe ich es verstanden. Hätten wir die grüne Transformation der Stahlindustrie mit Milliardensubventionen jetzt nicht auf den Weg gebracht, dann wäre sie schon tot. Denn 13.000 Arbeitsplätze hängen direkt und im Umfeld deutlich mehr Arbeitsplätze hängen direkt an der Stahlindustrie. Die CO2-Kosten werden in Zukunft die Produktion nachhaltig unwirtschaftlich machen. Das würde zum schleichenden Sterben der Stahlindustrie als Grundstoffindustrie im Saarland führen. Das gilt es nachhaltig zu verhindern. Und diese 4 Milliarden Leitinvestitionen in den Aufbau zweier neuer Werke, aber auch in das Übertragungsnetz bei Amprion, nochmal rund 400 Millionen, das sind zum einen jetzt mal wichtige Beiträge im Rahmen eines Sonderkonjunkturprogramms für Wertschöpfung in diesem Land. Davon werden viele Unternehmen in Mittelstand und Industrie in diesem Land profitieren. Das ist der eine Punkt. Und alle die eben beschriebenen Infrastrukturprojekte, das Mosaiknetz mit Bau einer Wasserstoffversorgung aus Fenne raus durch Frankreich über Kaling, mit dem Anschluss von Elektrolyseuren in Fenne, drei auf französischer Seite, einem weiteren in Saarlouis bei der Stahlindustrie direkt und in Perl mit dem Projekt, das über Live geplant ist, werden am Ende dafür sorgen, dass die Grundversorgung von Wasserstoff in 27 für die Stahlindustrie gewährleistet ist. Auch das sind Investitionen in dieses Land mit ganz relevanter Wertschöpfung. Und wenn man so nonchalant dann über Arbeitsplätze reden, die Zukunft der Gasnetze liegt im Wasserstoff. Denn eine Nachnutzung dieser Infrastrukturen muss gewährleistet sein. Da hängen Tausende von Arbeitsplätzen bei Energieversorgern in ganz Deutschland dran und insbesondere im Bereich der Creos, die ja unsere Gasversorgung zusammen mit den anderen Regionalen hier sicherstellt. Und deshalb ist der Beitrag und die Investition in diese Infrastrukturen ein Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der Zukunft. Wir wissen aber auch aus Untersuchungen, dass Investitionen in diese Infrastrukturen in der Regel auch private Folgeinvestitionen in der Wirtschaft nach sich ziehen und damit die Chance besteht, eine Leitindustrie rund um den Wasserstoff aufzubauen und viele Unternehmen im Saarland, Bosch, MH Zentgraf, Eberspächer, arbeiten heute schon ganz konkret in ihren Betrieben an den entsprechenden Technologien und vertrauen darauf, dass das in die Umsetzung kommt. Und jetzt gehen wir in die Datenerhebung über die Wasserstoffagentur und das im Grunde genommen unter Beteiligung aller relevanten Akteure, die für sich, für die Zukunft die Vorstellung haben, Wasserstoff in ihren industriellen Prozessen und Unternehmensprozessen einsetzen zu können. Wir gehen darüber den nächsten Schritt nach der Bestandsanalyse, daraus die entsprechenden Projekte abzuleiten. Und das ist ein Thema, das am Ende dann auf die Zukunftsfähigkeit dieses Standortes einzahlt. Darum geht es, wenn wir über Wasserstoffinfrastrukturen reden. Und deshalb bin ich dankbar für diesen Antrag, der heute über die SPD-Fraktion gestellt worden ist. Denn es gibt noch viel zu tun. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Wir diskutieren gerade mit dem Bund den Anschluss an das Wasserstoffnetz Deutschlands, auch unserer H2-Ready-Gaskraftwerkstandorte in Weiher und in Bexbach. Denn wir dürfen nicht Gefahr laufen, dass uns die Wertschöpfung aus diesen Bereichen für die Zukunft verloren geht. Denn die Wertschöpfung aus Energiewirtschaft war in der Vergangenheit immer schon ein relevanter Beitrag und wir werden ihn erhalten. Und wir als Landesregierung und ich persönlich habe mit dem Bundeswirtschaftsminister Habeck, aber auch mit den Vorständen und den neuen Eigentümern von Iconi und der Creos persönlich besprochen, wie wir die nächsten Schritte zum Anschluss dieser Standorte angehen und dafür auch entsprechende Zusagen erhalten. Wir machen da ganz konkrete Fortschritte. Wir müssen aber auch angeschlossen werden, auch unter Kostengesichtspunkten, an das Backbone in Europa. Dazu sind weitreichende, gute Entscheidungen jetzt auch zwischen Deutschland und Frankreich getroffen worden, was die Wasserstoffversorgung aus dem Süden Europas angeht. Und wir sind im Dialog mit unseren Luxemburger Partnern, auch wenn es darum geht, die Anschlüsse über Benelux herzustellen. Das sind alles Themen, über die wir hier reden. Und es geht darum, hier die Grundlage zu schaffen für eine sichere Basis der Energieversorgung
unserer Wirtschaft, weil das ein ganz notwendiger Beitrag ist, um auch in Zukunft im Zeitalter der Klimaneutralität ein geordnetes Wachstum auch für die Zukunft in diesem Land gewährleisten zu können. Das sind die Themen, über die müssen wir reden. Und da sind wir sehr geordnet dran. Und da lasse ich das nicht stehen, dass es heißt, das ist so ein bisschen Prosa in einem Regierungsprosa in einem Antrag. Ich kann nur mal sagen, mit diesem Antrag habe ich überhaupt nichts zu tun. Es gibt auch noch durchaus Abgeordnete, die eigenständig ihre Anträge schreiben und ihre Vorstellungen in Debatten einbringen. Und das ist auch gut so, wenn das nicht nur irgendwie fremdgesteuert von anderen Zentralen gemacht wird. Ich bin erstmal dankbar für diesen Antrag. Er gibt uns die Möglichkeit, jetzt auch nochmal die Öffentlichkeit herzustellen, die wir brauchen, und mit dem Begleitprogramm jetzt auch über den Wasserstoffkongress und die Woche des Wasserstoffs, wo wir das ganze Thema auch der Bevölkerung nochmal näher bringen und auch dort für mehr Bewusstsein zu dem Thema schaffen, sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und die Details zur Zukunft des Wasserstoffs und zur Weiterentwicklung der Strategie werden wir dann natürlich auch im Rahmen dieser Veranstaltung besprechen. Vielen Dank.